Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Die Kitty, ihre Handarbeitstrolli und ihr seht schon, ja, sie hat es getan. Trotz Kaufverbot. Aber eine Sache, die das Ganze aushebelt, ist ein limitiertes, ja, Bildchen. Das haben wir. Und auch nur deswegen habe ich es eingekauft. Ansonsten hätte ich es an vorbeiziehen lassen und einfach auf Restock gewartet. Genau, aber dieses Bild ist limitiert, heißt, es kommt nicht wieder rein. Es ist ein Bild von Yume Art und jetzt wissen die Ersten schon, worum es geht. Es ist folgende Schönheit und zwar Starspray von Yume Art. Ich finde es so wunderschön. Es ist ein Bild mit eckigen Steinen in der Größe 50,8 mal 1 Meter und 6. Also kein kleines. Die Box ist noch ungeöffnet. Der Regenschutz ist noch drum. Sieht folgendermaßen immer aus, die Box, ne, mit den holographischen, ich glaube, in die Richtung muss ich kippen. Nee, wie lang muss ich denn kippen? Naja, holographische Windmühlchen. Na, Schritt-für-Schritt-Anleitung immer hinten noch mit drauf. Hier ein QR-Code zum Scannen für 10% Nachlass. Findet ihr auch in jeder Box. Ansonsten unten in der Beschreibung findet ihr auch. Oh, wo bin ich drin? Bin ich wirklich bloß hier? Ja. Unten in der Beschreibung findet ihr, müssen zwei Links sein. Dann jetzt einmal einen Rabattcode und einmal den Code oder den Link zu diesem Bild. Momentan, jetzt ist es gerade noch verfügbar. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie lange. Also, wer das schön findet, zuschlagen jetzt, weil es kommt nicht wieder rein. Ja. Wir schauen mal rein. Ach, immer wieder schön. Da ist noch was drin. Moment. Und zwar ist hier immer mit dabei die kleine Werkzeugkiste und der kleine Vorschau-Sticker. Ja. So, der kommt. So rumkleben. Hier auf die Box, dass ich weiß, was habe ich da in meinem Schrank so zu stehen. Die Wunder, ach, das fühlt sich so schön an. Fluffelig weich. Gucken wir gleich rein. Wir gucken mal in die Werkzeugkiste, was wir dabei haben. Wir haben auf jeden Fall eine Pinzette dabei, weil wir ein Bild mit eckigen Steinen haben. Und da ist sie auch schon. Na, gelabelt. Entschuldigt meine weißen Finger, das ist meine Durchblutungsstörung. Lasst euch nicht ablenken, wenn sie gleich lila werden. So. Also wie gesagt, Pinzette, auch oh gut. Nur da, in der Werkzeugkiste, wenn auf dem Bild runde Steine zu setzen sind. Ansonsten habt ihr immer einen glitzernden Aufsetzerstift mit farblich passendem Griffi. Ihr habt immer mit dabei einen Mehrfachaufsetzer, den großen Siebener. Den schmalen Vierer. Oh, den kann ich eigentlich da lassen. Oder kriege ich es dann zu? Nee, kriegt er nicht mehr zu. Dann die neuen Bildchen. Ja, die weißen gefallen mir leider nicht so gut. Die davor waren so ein.
Durchschein mit Goldglitzer. Die finde ich angenehmer für die Augen. Das Weiß, das blendet mich zu sehr. Das mag ich nicht. Aber auf jeden Fall so ein Haar von mir, geh weg. Hinfort. Ein Stopper hier vorne. Genau. Das einmal, ihr habt in dem Container zwei herzförmige Wachsplatten. Die Container nehme ich auch gerne, um Reststeine, Müllsteine drin zu sammeln. Wenn du möchtest, kannst du dir hier auch na, sag schon, Magnet draufkleben und das direkt als Coverminder einsetzen. Ansonsten hier mit dabei ist auf jeden Fall ein Folienmagnet, also sprich Coverminder. Der ist immer verschieden. Tja, was ist das? Eine Kreuzung zwischen Bonbon und Qualle? Ich weiß nicht. Was ist das? Es hat eine Schleife im Haar. Sieht man nicht, weil glitzert. Ich weiß nicht, was es ist. Schreib mir gerne, was denkst du, was das ist? Könnte auch eine Litschi sein mit Röckchen. Eine Tüte mit Tüten. Und ihr habt immer ein Washi-Tape mit dabei. Entweder um euch die klare Folie, die auf dem Bild ist, einzuteilen oder um die Ränder abzugrenzen, dass das alles, das Bild immer schön sauber bleibt. Tada. Cool. Oder einfach um Karten zu gestalten, auch eine schöne Sache. Weil nicht jeder nutzt das Washi-Tape so für den Einsatz, für den es jetzt hier eigentlich ursprünglich gedacht ist. Aber die sind wirklich richtig gut und die halten auch auf Papier und Leinwand, sodass das wirklich gut auch zur Kartengestaltung einzusetzen ist. So. Immer wieder schön. Herrlich, herrlich. Wenn man so über diesen angenehm weichen Rücken der Leinwand streift. Und das Bild ist sehr lang, deswegen würde ich sagen, ich roll das einmal verkehrt herum auf, dass ich es gleich gerade euch zeigen kann. Kann ich machen, weil es ist gegossener Kleber. Sieht man immer an der durchsichtigen Folie auf dem Bild. Und ansonsten, wenn das. Wenn das eine opake Folie ist, dann haben wir doppelseitige Klebefolie und da das bitte nicht machen mit dem Zurückrollen, weil sonst ruiniert ihr euch die Leinwand. So, hier mit drin in der Leinwand eingerollt ist ein kleines Booklet, da ist auch nochmal eine Anleitung mit drin, Tipps und Tricks, wie kommt ihr in die VIP-Facebook-Gruppe, Anleitungsvideo. Also Anleitungen sind genug dabei. Auch dabei neben den Steinchen, ist auch mit dabei dieser große Vorschau-Aufkleber-Zettel mit den Namen des Bildes der Künstlerin. Die Künstler bei Diamond Art Club werden bezahlt für die Nutzung ihres Bildes. Start- und Enddatum könnt ihr mit draufschreiben. Als auch nochmal die ganzen Daten dazu da sind, eckige Steinchen, Größe. Und hier auf der Seite haben wir vorperforierte kleine Aufkleber. Mein Fokus spielt heute verrückt, ne? Naja, mit den ganzen Symbolen, die auf der Leinwand zu finden sind, mit den Farbnummern. Und wie viel haben wir? 54 Farben.
Davon haben wir 1, 2 AB-Farben, AB-Steine. Bei Diamond Art Club ist alles, was die Farbnummer unter 150 hat. Ja, also hier 2. Und hier unten sehen wir eine Nummer, die mit einem Z beginnt. Heißt, hier ist auch noch ein kleiner Specialty mit dabei. Mal gucken, was das ist. So. Das auf jeden Fall erstmal die große Wurst. Steine. Vielleicht habt ihr im schnellen Durchlauf schon mal die Specialties gesehen. So, aber jetzt. Bereit? 1, 2, 3. Tada! Ach, oh, das ist so riesig. Ich krieg's nicht drauf. So, ich will mal kurz. Hier mit den Blubbeln hier keine Angst haben. Das ist alles nur in der Folie. Die will ich mal eben zurückziehen, dass man das auch das Bild ein bisschen besser sieht. Das mag ich ja auch, dieses Geräusch, wenn man so Luftblasen hier rausstreicht. Weiß nicht, geht dir das genauso? Mag ich total. Wir starten oben im Himmel, der so wunderschön leuchtet, und gehen weiter runter zu den Bergen. Und da ist hier hinten in der Länder, da muss ich einmal hier umknicken. So. Da kommt eine kleine Schönheit ins Bild. Ich habe mal geguckt. Es ist ihr Husky Luna. So zumindest steht es in der Beschreibung mit drin. Der kleine Husky Luna, der seinen Tagträumen nachjagt. In dem Feld voller Daisies. Gänseblümchen. Ich versuche euch mal dann jetzt noch einzublenden. Ich hoffe, ich kriege es so einigermaßen blendfrei hin, dass ich mal einen Überblick über die ganze Leinwand habe, ohne diese ganzen Blubbeln hier in der Leinwand. Ansonsten Leinwand. Wer es kennt, der kennt's. Hier oben der Spruch: Do what makes it sparkle von Diamond Art Club mit Legende oben links und Legende unten rechts. Lebenslange Garantie. Soziale Medien, das kleine Vorschaubild und auch hier nochmal die Größe des Bildes. Künstler, Lizenzierung und die Bildnummer. Die Bildnummer, die ist auch auf den Steinchen vertreten. Tada! Und der Name des Bildes, ne? Starspray. Und hier hinter steht eben die Nummer für den Fall, dass man sich Leinwand und Steinchen extra absortieren möchte. So. Thema Leinwand. Gucke her, wie schön scharf. Ein Traum. Was ist denn das für ein Symbol? Das kenne ich noch nicht hier. Ah ja, verboten.
Da dürfen wir nichts hinsetzen. Na gut, dann nicht. Dann lassen wir das. Symbole an sich. Das hier sieht jetzt hier erstmal ein bisschen schwach gedruckt aus, die 799. Suche ich mir gleich mal aus der Leinwand mit raus. Ansonsten hier auch die 8 kann man gut erkennen, kommt gut raus. So, und was ist das hier gewesen? Irgendwas hellblaues. Heißt im Wolf. Okay. Ja, gut. Also da ist der Druck jetzt nicht ganz so toll. Ich meine, man kann nicht noch gut heraus erahnen, welches Symbol das ist. Halt gerade Wolf gesagt, ich meinte natürlich Husky. Obwohl es auch ein Polarwolf sein könnte, aber so schön wie er ist. Na, hier in den Bergen auch noch. Und ich liebe ja Berge, ne? Das wäre so, wisst ihr, hier so eine kleine Hütte, Hundchen davor. Und bis ans Ende glücklich werden bei dem Ausblick. Ja. Das wäre es doch. Aber gut, genug geschmachtet. Da gucken wir rein. Und überall hängen meine Haare. Bei einem großen Bild hat man natürlich auch viele Steine. Hier ist eine kleine Tüte. Hier eine etwas befülltere. Ich will mal kurz gucken. Sind das die neuen? Ja. Bei den wenigen kann man es vielleicht sehen. Und zwar haben die noch mehr, kannst du das scharf stellen irgendwie bitte? Noch mehr Facetten als zuvor. Na, hier unten bei dem hier. Das vielleicht, wenn man das so im Licht dreht und wendet. Meine. So schön. Also, das glänzt bis in den Orbit. Damit Artclub verpackt auch nicht nach Farbreihenfolge, sondern nach Anzahl der Steinchen, heißt wenig Steinchen, kleine Tüten, viel Steinchen, größere Tüten. Und wir fangen mal an hier mit so einem schönen Hellblau, der 775, gefolgt von der 33, 25. Auch da schon die neuen Steine dabei. Ein schönes, dunkles, moosiges Grün, die 937. Auch mit neuen Steinen, bei den dunklen war ja. Zum Beispiel hatte ich letztens hier die Lilith, hier die 3772, 931. Da war bei den dunklen Steinen noch die älteren Steinchen, aber naja, wir lassen uns überraschen. Bis jetzt alles die neuen. Hier kommt auch noch mal eine dunkle Farbe. Moment, sehe ich jetzt durch die Kamera nicht. Ich sehe es auch in Essen nicht, weil in echt ist es noch dunkler. Irgendwie meine Kamera zieht jetzt die Farbe, die Helligkeit hoch. Aber das sind auch schon die neuen. Die 451, schlammiges Blau-Grau. Und unser erster AB-Stein. AB heißt Aurora Borealis. Das sind die Polarlichter. Und diese Steine haben nochmal so eine in Regenbogenfarben schimmernde Oberfläche, um Akzente zu setzen, Dinge hervor oder in den Hintergrund zu rücken. 793, die 469, auch so ein schlammiger Grünton. 356, 3752, die 300 und gefolgt von Vanille, noch mehr Vanille.
Na toll, jetzt Rückung auf Eis. 9, 3, 2, ein Blau. 37, 56, ein wunderschönes Hellblau. Die 753, 40, ein Gelbkron. So, uns fehlt noch das Specialty und der AB-Stein, ja? Und ich habe den Specialty in der Hand. Aber den heben wir uns mal auf. Wir kommen mal zu ganz, ganz vielen weißen AB-Steinchen. Also drei volle Tüten AB-Steinchen. Und das sieht ja fast aus, als hätten sie da als Grundlage auch schon die neuen. Ja, haben sie. Mit den neuen Facetten die Steinchen. Bei den Orangen war es noch nicht so. Aber hier. So, gefolgt von einem schönen Blau, der 3809. 1, 2, 3 mal. Die 936 wieder ein schönes Grau-Grün. Die 948 haben wir zweimal so einen mofig-peachigen Ton. Die 823 ein schönes Nachtblau zweimal. 597 Mittelblau mit einem Grau-Unterton. Die 336 wieder ein schönes dunkles Blau. 2, 3 mal. Die 3810. So ein bisschen ins Petrolige. Haben wir zwei Tütchen. Hier geht es ein bisschen mehr ins Grünliche. Die 3847. Zweimal. Das ist eine schöne Farbe. Und die 3750. Auch wieder ein schönes dunkles Blau. Mega schön. Hier haben wir eine Riege mit ganz wenig Steinchen. Die 799, die 3852. So ein bräunlich-orange-gelbender Ton. 3755. Hey, nicht übertreiben, die 310. Da haben wir noch die alten Steinchen, ne? Da seht ihr in der Oberfläche, siehst du, Kekse. Die haben nicht so viel Facetten. Ne? Genau. Die 741, ein Orange, Peach Orange, 3863, 740, ein noch quietschigeres Orange, wie sieht es hier aus? Da sind die neuen Steinchen. Alles übrigens Hartsteinchen. Heißt, das glänzt und glitzert sowieso schon, von Grund auf noch viel mehr. So, ich spanne euch ein bisschen auf die Folter. Schöne, peachige, mofige Töne, gefolgt von den vielen, vielen schönen Nachtblau-Varianten und Mittelblau-Varianten. Bisschen heller wieder. Grünliche Töne, grünlich-gräuliche, petrolige. Herrlich, herrlich, herrlich. Und wir nähern uns dem Specialty. Aufgepasst, es geht los. Da sind sie. Und zwar sind das diese hier. Oh, sieht man durch die Tüte gar nicht. So, durch die durch die Tüte sieht es ein bisschen permutig aus. Die haben so eine kleine Glitzer, so ein Glitzer-Flitzer-Oberfläche. Oh mein Gott. Oh, in der Kamera kommt das nicht rüber. Doch hier so ein bisschen. Kennt ihr das? Das gibt so eine schön permutfarbene Nagellacke, die so richtig schön flipfloppig changierend daherkommen. Okay, ich versuche ein Bild zu machen davon, euch das mal einzublenden, weil es kommt in der Kamera gar nicht rüber. Oh nein. Und die sind so schön. Und zu guter Nacht ein schönes Letztblau. Zu guter Letzt ein schönes Nachtblau.
Also höchst interessant, wie das dann wirkt, was für Effekte da dann rauskommen. Und ich gebe euch kurz mal einen Überblick, wo die hinkommen. Der Specialty ist das X. Das X markiert die Stelle und zwar an folgenden Stellen. Das ist hier wirklich wie in einem Nebel, sag mal wirklich der Sternennebel. Da könnte ich mir vorstellen, dass es viel eher rüberkommt wie so eine Aurora Borealis als die eben benannten Steinchen. Hier überall mit drin. Hier so lang. So ein bisschen gesprenkelt, vielleicht auch mit drin. Nee, aber hier als Spiegelung so in dem Schnee und Eis von den Bergen. Ist das schön. Und hier unten auch noch mal so ein bisschen. Na? Ansonsten AB haben wir 1 und den Punkt. Der weiße AB. Der ist sehr generös dann wieder eingesetzt. Halt alles, was hier unten weiß ist, ist der AB. Heißt hier dieser Gedankenschweif, Lichtschweif in den Blumen. Hier die Schneekuppen. Auch hier alles. Ups, habt ihr gar nicht gesehen. Also hier die ganzen Sprenkel, hellen Sprenkel, die hier oben drin sind. Auf der Seite alles AB. Hier ist dieser glimmernde Stein mit drin. Und die 1, das ist ja so ein orangier Ton. Der wird wahrscheinlich unten in den Blumen sein, wa? Oder? Ja. Hier in den Blütenstempeln und hier als Sprenkel überall. Denke, das ist gut eingesetzt, um dieses, ich sag mal, wie so ein Traumbild so zu unterstützen. Eben genauso zu transferieren, wie es sein soll. Hier bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das nicht schon zu viel ist. Ob man da nicht hätte noch andere Farben so ein bisschen zum Abdämpfen nehmen sollen. Mal gucken. Aber hier mit dem glimmernden Stein, das stelle ich mir richtig, richtig gut vor. Ja. Echt wunderschön. Also ich bin mega glücklich, das Bild. Ich habe hin und her überlegt, aber nein, ich bin mega glücklich, das zu haben. Das wird so schön aussehen. Auch hier die Übergänge mit den Bergen gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich hoffe, ich habe es hingekriegt, so einen Überblick über das ganze Bild zu zeigen, ohne viel Geblende von meinem Fenster oder von irgendwelchen anderen Lichtern. Teilt mir gerne eure Meinung, deine Meinung mit. Ansonsten, wem es gefällt, bitte guckt vorbei, tütet es ein, nutzt gerne meinen Rabattcode. Und wat weg, dat weg, ne? Ja, meine Lieben, ich schmachte noch eine Runde und sage, bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich, Hörnchen aufrecht und bis zum nächsten Mal. Ciao.